Und auch den dritten kann Mizutani nicht nutzen. Das gibt's doch gar nicht, was der Japaner da für eine Riesenchance liegen lässt. Und riskiert jetzt in den Entscheidungssatz zu müssen gegen Oh Sang-eun. Tolle kämpferische Leistung des Südkoreaners. Das will man nicht vergessen. Aber Mizutani hätte den Sack längst schon zumachen können. Oh Sang-eun ist richtig heiß gelaufen. Oh Sang-eun ist zurückgekommen in diesen sechsten Satz, ist zurückgekommen in dieses Match und er zwingt tatsächlich noch einen Entscheidungssatz gegen Jun Mizutani. Ganz, ganz groß. Also das ist eine Entwicklung, die man nach dem Spielverlauf nicht mehr unbedingt voraussehen konnte. Denn Mizutani schien diese Partie doch recht sicher zu beherrschen. Auch wenn Oh sich dann nochmal von 1-3 auf 2-3 herangekämpft hatte, dominierte der Japaner lange den sechsten Satz, führte mit 5-0, am Ende mit 10-7, hatte drei Matchbälle in Folge. Und konnte den Satz doch nicht nach Hause bringen. Es geht also in den alles entscheidenden siebten. Wer zieht ins Halbfinale natürlich von Paris ein? Mizutani oder Oh? Psychologisch natürlich jetzt ein gewisser Vorteil auf der Seite des Südkoreaners. Aber das muss nichts heißen. Sagt sich auch Mizutani und startet mit einer 2-0 Führung in den entscheidenden siebten Satz. Klasse Rückhand und da ist nochmal wieder diese Explosivität, diese Härte auch in dem Schlag von Mizutani drin gewesen, die wir uns häufiger erhoffen, auch dann in den Duellen gegen die Allerbesten der Welt, gegen die Top-Chinesen oder auch gegen den deutschen Timo Boll. Oh, da hat er sich gewunden, Mizutani, wie er da seine Rückhand umlaufen hat und was für artistische Körperhaltung er dann einnimmt, das ist schon beeindruckend.
Und wieder schlägt das Pendel leicht zugunsten von Mizutani aus, da die beiden Akteure zum letzten Mal die Seiten wechseln. Das ist im Entscheidungssatz ja nach dem fünften Gewinnpunkt für einen der beiden Spieler der Fall. Einfach um beiden Spielern die dieselben Verhältnisse zu garantieren. Je nach Halle kann das ja auch mit Lichtverhältnissen und Co. mal auf der einen, mal auf der anderen Seite die etwas bessere, die etwas günstigere Position sein. Wer ist der Aktivere in dieser Schlussphase? Das wird möglicherweise das alles Entscheidende sein. Und Mizutani scheint zu allem entschlossen. Ja, er ist sehr aktiv, er ist sehr offensiv in dieser jetzt mittlerweile doch Endphase dieses siebten Satzes. 8:4 Führung für den Japaner. Und dann so ein Fehler. Nicht bloß wieder den Gegner zurück ins Spiel bringen, wird er sich vielleicht jetzt denken. Oh Sang-eun bekommt zu wenige Gelegenheiten, offensiv zu eröffnen. Und ist jetzt unter großem Druck. Unter so großem Druck. Dass er dann noch sehr, sehr hohes Risiko eingeht, den Fehler macht, die Matchbälle jetzt gegen sich hat. Und jetzt kann er keinen einzigen mehr abwehren, nachdem er im sechsten Satz 3 in Folge vereitelt hat, das Ruder herumgerissen hat. Aber toll, wie Jun Mizutani damit auch umgegangen ist, mit diesem Rückschlag, das Match nicht schon mit 4:2 nach Hause gebracht zu haben und dann im siebten Satz wieder aufgedreht hat und vor allen Dingen einfach der aktivere Spieler war und deshalb diese Partie auch verdient mit 4:3 gewinnt. Die beiden haben nicht ganz den Rekord von gestern Abend von Dmitri Ovtcharov und Sangike gebrochen, sind um 23.10 Uhr, also um 3 Minuten früher fertig geworden als der Deutsche und der Chinese gestern. Aber das war trotzdem ein verdammt langer Arbeitstag für diese beiden Asiaten.